Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-Chart. Ich zeige euch einen extrem bullischen Bitcoin-Chart, den die meisten übersehen. Außerdem besprechen wir die neuesten Bitcoin-News. Dieses Video wird extrem informativ, also bleibt dran. Wir befinden uns auf dem Bitcoin-US-Dollar-4-Stunden-Chart und wir haben hier dieses symmetrische Dreieck bzw. aufsteigende Dreieck gesehen. Hier zur Erinnerung, wir haben hier die verschiedenen Dreiecke, zwischen denen wir unterscheiden, und hier die passende Definition. Auf jeden Fall haben wir hier den Breakout aus dem Dreieck gesehen und haben hier den Retest gesehen. Und wenn immer ihr seht, dass Resistance, wie wir sie hier in dieser schwarzen, oberen begrenzenden Linie gesehen haben, zu Support flippt, ist das ein extrem bullisches Zeichen. Und wie es dann auch kam, sahen wir hier diesen jetzt 12-prozentigen Anstieg. In der Zeit, wo ich dieses Video aufnehme, ist dieser Breakout hier immer noch mehrere Prozent am Ansteigen. Und wenn wir hier in die Vergangenheit zurückblicken, solche Dreieckstrukturen haben wir hier schon öfters gesehen. Damals haben wir hier, sind wir hier in dieses Dreieck bei 16.000 US-Dollar eingestiegen und haben hier ebenfalls mehrfach den Retest gesehen und anschließend einen Breakout von 23%. Also es könnte gut sein, dass wir hier ebenfalls noch weiter nach oben aufsteigen. Was wir hier ebenfalls anmerken müssen, ist ein weiteres extrem bullisches Zeichen. Und zwar hatten wir hier diese begrenzende gelbe Linie. Ja, wir hatten die hier seit 13.000 US-Dollar, haben sie hier mehrfach angetestet und wurden hier immer abgewiesen. Hier hatten wir sogar eine Rückweisung von circa 16%. Nun aber scheint es, als hätten wir hier diese Resistance-Linie endgültig gebrochen. Wenn wir uns dies auch auf dem 1-Stunden-Chart anschauen, sehen wir hier ebenfalls, diese Linie war hier Resistance und wurde jetzt hier als Support angetestet und hat bestanden und sofort haben wir hier einen Anstieg von 5% gesehen. Also das ist hier wirklich ein extrem bullisches Zeichen. Wir sehen hier also, jede Resistance flippt hier als Support und dann sehen wir einen massiven Anstieg und vor allem diese gelbe Linie, die jetzt wirklich während des gesamten Anstieges, wir müssen sie hier nochmal auf dem 4-Stunden-Chart anschauen, immer wieder als Resistance gedient hat, ist jetzt endlich auch Support geworden. Wir sehen es nochmal auf dem 1-Stunden-Chart und das ist schon mal ein extrem bullisches Zeichen. Schauen wir uns jetzt noch den großen Blick an und wechseln auf den Wochenchart. Okay, wir befinden uns also auf dem Bitcoin-US-Dollar-Wochenchart. Und wie wir hier sehen, seit diesem Level von ca. 10.000 Dollar sehen wir hier wirklich einen Parabolenanstieg um 165% bis jetzt. Und wir haben bisher keinen größeren Rücksetzer gesehen und viele Zuschauer fragen sich natürlich, wie weit kann dieser Anstieg noch laufen, bis wir einen höheren größeren Rücksetzer sehen. Und ihr erinnert euch, ich habe euch in der vergangenen Folge hier dieses Fibonacci-Retracement gezeigt, eher gesagt die Fibonacci-Extension. Wenn wir hier nochmal unser altes High verbinden mit unserem Boden und dann auf das 1.6er Fibonacci-Level schauen, befindet sich jetzt hier auf ca. 30.000 US-Dollar. Wenn wir hier oben vom Rig anziehen, sind wir bei ziemlich genau 30.000 US-Dollar und das ist so mein Ziel im ersten Quartal 2021 oder jetzt wahrscheinlich schon früher, vielleicht sogar schon im Januar oder Februar, werden wir hier dieses Level erreichen. Das sieht momentan sehr wahrscheinlich aus. Und wie du siehst, wir haben hier jetzt schon einen aktuellen Aufstieg auf 26.700 Dollar, also wir kommen hier diesem 30.000 Dollar Level wirklich immer näher. Aber wenn wir uns jetzt fragen, sollte es zu einem Crash kommen, wie tief könnten wir fallen? Und ihr wisst ja, dazu benutze ich die 21er EMA-Linie. Ich habe über diese Linie in der Vergangenheit schon sehr oft gesprochen. Wir erinnern uns, hier in der Vergangenheit hat uns während diesem gesamten massiven Auftrend diese Linie hier schon überall als Support gedient. Und wir sind hiervon immer abgebounced und haben dann die nächste Aufwärtsbewegung gesehen. Das war hier der gesamte Aufwärtstrend. Und als wir einmal runtergefallen sind, hat diese Linie hier, hier, hier und hier überall als Resistance gedient. Und ebenfalls hier hat die EMA 21 auf dem Wochenchart auch uns schon als Support gedient. Und sollten wir jetzt also auf dieses Level runterfallen, gehe ich davon aus, dass die 21er EMA uns hier bei ca. 16.000 US-Dollar als Support dienen sollte. Und als ich das letzte Mal über diese 21er EMA gesprochen habe, hat die sich noch ca. bei 14.000 US-Dollar befunden und jetzt sind wir schon bei 16.000 US-Dollar. Das passt auch perfekt überein mit diesem horizontalen Support-Level. Was wir hier sehen, ich zeichne es in schwarz ein, wir sehen, wir haben hier diese horizontale Linie aus bei ca. 16.000 US-Dollar und die hat uns hier ebenfalls schon mal als Support gedient und wir wurden hier, haben wir sehr starken Support davon und hier wurde sofort der Dip aufgekauft. Ebenfalls befindet sich bei diesem horizontalen Level jetzt die 21er EMA, das heißt, wir haben hier eine Clusterzone und einen potenziellen extrem starken Support, sollten wir zu diesem Level crashen. Aber wie gesagt, ich halte einen Crash momentan für sehr unwahrscheinlich und wenn wir uns die bisherigen Crashes ansehen, sehen wir, wir hatten hier nur sehr kleine Rücksetzer. Hier das beispielsweise war ein 16 bzw. 17% Rücksetzer. Hier hatten wir einen 9% Rücksetzer und diese Rücksetzer wurden sofort aufgekauft. Und lasst mich kurz euch diese Wochencandles erklären. Wir sehen hier einen sehr langen Weg nach unten, der komplett aufgekauft wurde. Das ist extrem bullisch. Das gegenteilige Zeichen haben wir beispielsweise im Bullenmarkt 2019 gesehen. Als wir hier dieses Top erreicht haben, hatten wir hier einen extrem langen Weg nach oben. Das heißt, wir hatten hier sehr viele Verkäufer am Markt, die diesen Käufer hier abgekauft haben. Das heißt, wir hatten hier deutlich mehr Verkäufer als Käufer und deswegen haben wir auch hier dann das Top gesehen und es ging hier in einen
Bärenmarkt. Und dieser Weg nach unten ist genau das Gegenteil. Das heißt, hier wollten Leute Bitcoin verkaufen. Wir hatten hier einen kurzfristigen Verkaufsdruck, aber der Verkaufsdruck wurde sofort aufgekauft. Deswegen haben wir hier diese langen Wegs nach unten, haben dann auch hier gleich diese massiven Kerzen nach oben gesehen, weil wir momentan viel mehr Käufer als Verkäufer im Markt haben. Das ist auch der Grund, warum wir hier schon länger keinen Rücksetzer mehr gesehen haben und momentan auch keinen Rücksetzer zu erwarten ist. Und wenn wir uns hier die vergangenen Dips nochmal anschauen, in dem Bullenmarkt 2017 hatten wir hier teilweise 20 bzw. 30 und auch teilweise 40% Rücksetzer. Und hier stellt sich die Frage, werden wir solche Rücksetzer nochmal sehen? Denn momentan sieht es so aus, jeder Rücksetzer wird hier sofort massiv aufgekauft und wir sehen gleich wieder eine explosive Bewegung nach oben. Und das bringt mich hier zu einem nächsten Punkt, und zwar die Bitcoin Treasuries. Hier diese Seite Bitcoin Treasuries kennst du schon aus meinen vergangenen Videos. Wir sehen hier verschiedene Firmen, die sich bereits in Bitcoin eingedeckt haben. Das letzte Mal, als ich dir diese Seite gezeigt habe, waren hier unten noch 800.000 Bitcoin im Besitz von Firmen. Und nun sehen wir schon 1,15 Millionen Bitcoins, die in Besitz von verschiedenen Institutionen sind. Du siehst also, die Institutionen kaufen hier massiv Bitcoin nach. Und wenn wir uns zum Beispiel MicroStrategy anschauen, zu dem letzten Mal, wo ich dir hier diese Seite gezeigt habe, stand hier noch ein Investment von 500 Millionen. Jetzt haben die schon ein Investment von 1,125 Millionen. Das heißt, sie haben hier nochmal ordentlich für ca. 600 Millionen nachgekauft und besitzen nun 70.000 Bitcoin. Auch insgesamt sind hier schon seitdem wieder neue Firmen dazugekommen. Es werden immer mehr Firmen. Und das erklärt uns auch hier den Bitcoin-Wochenchart. Denn als Michael Saylor hier seine 600 Millionen in den Markt gebracht hat, hatten wir hier diesen kleinen Rücksetzer auf 21.900 Dollar gesehen und hier hat er sich mit den 650 Millionen eingedeckt. Das erklärt also, warum wir hier diese Rücksetzer sofort aufgekauft werden, denn es sind die Firmen, die diese Rücksetzer aufkaufen. Aber wenn wir uns jetzt den Tageschart anschauen, sehen wir nochmal was extrem Interessantes. Und zwar sehen wir hier, am 24. und am 25. Dezember hatten wir circa einen Anstieg um knapp 10%. Das war der Zeitpunkt, wo wir aus dem Dreieck, welches ich auf dem 4-Stunden-Cycle gezeigt habe, ausgebrochen sind. Und wenn wir uns jetzt erinnern, diese Firmen, die kaufen meistens nicht an Feier- oder Wochenende ein. An sich auch der 7i-Futures-Chart ist ja am Wochenende geschlossen. Das ist auch der Grund, warum wir auf dem 7i-Futures-Chart die Gaps sehen. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wer ist hier für diesen 10%igen Anstieg verantwortlich, wenn es nicht die verschiedenen Institutionen waren? Und diese Antwort bringt uns nun folgender Chart, den ich dir jetzt zeigen werde. Wir befinden uns hier bei den Google Trends und ich habe den Suchbegriff Bitcoin angegeben. Und hier in dem Chart siehst du, zu welchem Zeitraum wie oft der Suchbegriff Bitcoin gegoogelt wurde. Und wie du siehst, sahen wir hier eine sehr lange Seitwärtsphase. Das war noch, wo der Bitcoin sehr unbekannt war im Jahre 2013. Wir befanden uns in dieser Seitwärtsphase hier für mehrere Jahre bis zum Jahr 2017. Hier haben wir diesen Breakout über diese horizontale Linie gesehen und hatten hier einen massiven Anstieg. Das war auch der Zeitpunkt, wo wir in 2017 auf 20.000 US-Dollar angestiegen sind. Und wie du jetzt siehst, sind wir wieder seit dem März 2018 unter dieser horizontalen Linie und hatten hier diese Seitwärtsphase. Wir sind hier aufgestiegen auf bis zu einem Wert von 20, aber das war zum Beispiel, wo wir die 14.000 US-Dollar nochmal im Sommer 2019 gesehen haben, sind dann auch hier nochmal mit dem Crash im Preis, auch mit der Suchanfrage abgefallen. Und du siehst, wir sahen hier ewig lang in dieser Seitwärtsphase und wir hatten dieses Level von 2017 hier bei weitem nicht mehr erreicht, aber sind trotzdem in dem Preis höher als damals. Also wir sehen jetzt einen Preis von über 20.000 US-Dollar, aber hier die Suchanfragen sind immer noch relativ gering in dieser Seitwärtsphase die ganze Zeit gewesen. Und das ist auch der Unterschied zwischen dem Bullrun 2017 und 2020 bzw. 2021. Der Bullrun 2017 war getragen von Retail-Investoren. Damals waren kaum Institutionen oder reiche Einzelpersonen, Millionäre und Milliardäre investiert. Damals lief das alles durch Retail-Investoren. Wenn wir uns anschauen, damals hatten wir einen Anstieg von 1.000 US-Dollar, ja, wir waren damals ungefähr hier unten und wir hatten einen Anstieg auf 20.000 US-Dollar, das war ein Anstieg von ca. 1.400%. Damals wurde der Bullrun nur von Retail-Investoren getrieben und jetzt haben wir ebenfalls einen Anstieg gesehen von ca. 3.700 Dollar auf 26.000 Dollar, also hier 569%, und die Retail-Investoren sind noch nicht im Markt gewesen. Dieser Anstieg ist durch institutionelle Firmen und durch reiche Einzelpersonen geschehen, die sich hier im Bitcoin, wie du auch in den Treasuries siehst, eingedeckt haben. Und wenn du eine Analyse zwischen dem Bullrun 2017 und 2021 interessiert bist, blende ich dir hier ein Video ein, was du dir unbedingt anschauen solltest. Aber was wir jetzt hier sehen, was die meisten nicht auf dem Schirm haben, ist, wir brechen hier zum ersten Mal wieder aus dieser Seitwärtsphase aus. Ja, wir hatten hier den höchsten Wert bei 20 und sind hier immer wieder abgebreitet. Jetzt befinden wir uns hier aber erstmalig wieder seit
auf 28 und das seit März 2018. Das heißt, wir waren hier knapp 3 Jahre in dieser Seitwärtsphase und jetzt sehen wir, dass wir hier aus dieser Seitwärtsphase zum ersten Mal wieder ausbrechen können, wie wir es hier Anfang dem Bullrun 2017 gesehen haben. Das bedeutet also, es scheint hier, als würden jetzt die Retail-Investoren den Markt betreten. Und was das bedeutet, ist natürlich massiv, denn wir sehen einerseits dann hier die ganzen Institutionen, die sich in Bitcoin eindecken und jetzt werden noch die Retail-Investoren nochmal dazugekommen und das wird unseren Preis ordentlich noch zusätzlich anfeuern und ich bin mir sicher, dass die Wahrscheinlichkeit umso höher deswegen ist, dass wir bald diese 30.000 US-Dollar in Bitcoin erreichen könnten. Und ich werde auch hier noch Bitcoin kaufen, denn wenn wir hier schauen, es sind noch nicht allzu viele Firmen in Bitcoin investiert. Ich bin sicher, hier werden noch deutlich mehr Firmen dazukommen und ich bin mir auch sicher, hier dieser Graph, der jetzt endlich aus dieser Seitwärtsphase ausgebrochen ist, mit diesem können wir die Retail-Investoren analysieren. Und dieser Steigen sind hier auch jetzt noch relativ niedrig, weil ich bin mir sicher, die werden hier nochmal genauso nach oben ansteigen und vielleicht noch höher. Wir werden dieses Peak von 2017 vielleicht noch übertreffen. Das bedeutet also auch hier sind wir noch relativ am Anfang und es ist noch nicht so spät, um Bitcoin zu akkumulieren. Ein Bitcoin kostet bis jetzt 26.000 Dollar. Einen ganzen Bitcoin zu besitzen ist für den Normalverbraucher, der normal arbeiten geht, schon sehr schwer, aber vielleicht auch möglich, wenn man wirklich etwas gespart hat und auch weiterhin spart und in Bitcoin investiert. Aber in naher Zukunft wird es nicht mehr möglich sein, für die Normalperson einen ganzen Bitcoin zu besitzen. Wenn wir mal bei 50 oder 100.000 Dollar sind, wird es wahrscheinlich nur noch die Top-Elite sein, die wirklich einen ganzen Bitcoin besitzen können. Das bedeutet also, nutzt die Chance und akkumuliert noch Bitcoin, solange ihr die Möglichkeit dazu habt. Und wenn du beispielsweise auch deine Bitcoin akkumulieren möchtest aus Bitcoin Trading, was eine grandiose Möglichkeit ist, wenn du dich mit Trading auskennst, hier habe ich ein Bybit-Tutorial. Hier erkläre ich dir ganz genau, wie du Long und Short auf Bitcoin gehen kannst und wie die gesamte Oberfläche funktioniert. Und wenn du hier noch meinen Zusatz, hier noch meinen Link benutzt, kannst du dir einen Bonus von 100 Dollar sichern und noch die Teilnahme an zukünftigen Events. Aber wie gesagt, ich würde Bitcoin Trading mit Hebel wirklich nur Tradern empfehlen, die wissen, was sie tun und die auch schon Erfahrung mit Trading haben. Wenn du hier noch neu bist, schau dir auf jeden Fall das Tutorial an und sei vorsichtig, was du machst. Starte auf jeden Fall mit einem niedrigen Hebel und wirklich nur mit einem kleinen prozentualen Anteil von deiner Bitcoin-Hodl-Position und starte mit kleinen Positionen. Schauen wir uns jetzt die Bitcoin News an. Ich habe hier einen extrem interessanten Artikel gefunden und zwar ARK Investor und Founder and CEO Katie Roof is calling Bitcoin the reserve currency of the crypto asset ecosystem. Und sie stellt hier also eine Analyse an und ihr ist aufgefallen, seit 2017 bzw. 2018, wo Bitcoin auf 20.000 US-Dollar war und nun auf 4.000 Dollar gefallen ist, damals war die Bitcoin Dominanz bei 30% und sie ist nun auf 70% angestiegen und ihr ist einfach aufgefallen, dass das meiste Geld in Bitcoin fließt und dass Bitcoin jetzt sowas wie die Reservewährung unter den Kryptoassets ist und das können wir uns auch hier sehr gut veranschaulichen. Ja, wir waren hier 2017, nachdem also Bitcoin von 20.000 Dollar auf 4.000 Dollar gefallen ist, bei einer Bitcoin-Dominanz von 33% und wir sind hier auf eine Dominanz jetzt schon angestiegen, auf aktuell 65%, auf anderen Plattformen sind wir ungefähr bei 68-70%. Und wenn wir uns hier unten drunter die verschiedenen Altcoins anschauen, sehen wir, sie haben seitdem an Dominanz nur verloren und laufen hier seitwärts, beziehungsweise sogar leicht abwärts. Und wenn wir uns hier auch nochmal die großen Institutionen anschauen, hier diese alle, die investieren hauptsächlich in Bitcoin, ein paar von denen investieren auch in Ethereum und andere Altcoins, aber hauptsächlich fließt hier das gesamte Geld in Bitcoin und das sehen wir beispielsweise auch hier, wenn wir uns die Bitcoin-Dominanz anschauen, wir hatten hier einen leichten Abwärtstrend in der Bitcoin-Dominanz. Während dieser Zeit sind Altcoins relativ gut gelaufen, aber hier diese obere schwarze begrenzende Linie, die wir hier 1, 2, 3, 4 mal angetestet haben, haben wir nun hier nach oben gesprochen. Wir können uns das hier auch nochmal auf dem Tageschart anschauen, denn wir sehen hier wieder unser typisches Muster. Wir hatten hier ein kleines Fake-Out, sind aber dann nochmal über diese schwarze Linie gekommen, haben sie hier als Support angetestet, also unsere ehemalige Resistance ist hier ebenfalls nochmal Support geworden und dann sind wir hier nach oben katapultiert. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Wochenchart wechseln, habe ich jetzt hier horizontale Resistance-Level eingezeichnet. Hier, wo wir im Jahr 2019 bei ca. 14.000 US-Dollar im Sommer waren nach diesem Pullrun, hatten wir hier auch eine Bitcoin-Dominanz von ca. 70% und auf dieses Level sind wir jetzt nochmal gestiegen. Aber ich denke, da so viele Institutionen weiterhin in Bitcoin investieren, kann es gut sein, dass wir dieses Mal über dieses Level steigen und dann in ca. hier in diese 72, 74 bis vielleicht sogar 80% Bitcoin-Dominanz-Range kommen. Aber zu einem Zeitpunkt, denke ich, spätestens hier oben wird die Bitcoin-Dominanz nochmal abfallen, aber darauf gehe ich gleich ein. Denn wenn wir hier diesen Artikel weiterlesen, vergleichen nun Casey Wood das Vorgehen der Institutionen in Immobilien und Emerging Markets, also von Schwellenländern, mit dem Vorgehen in Bitcoin. Sie sagt hier, dass bei Immobilien und Emerging Markets die Investoren zuerst 0,5%, dann 1% oder dann 5% investieren. Und wenn diese Investoren das nun jetzt auch bei dem Bitcoin machen würden, könnte sie sich einen Preis von 500.000 US-Dollar vorstellen. Und mit so einer Prognose, die kommt einem vielleicht jetzt noch relativ
unwahrscheinlich oder irrational vor, aber wenn wir uns hier auch noch weitere Artikel anschauen, hier haben wir zum Beispiel einen Manager von Guggenheim, das ist ein Versicherungsunternehmen, und er vergleicht hier Bitcoin mit Gold. Und er sagt auch eben, dass Bitcoin ein sehr knappes Gut ist und dass, wenn wir eine ähnliche Marktkapitalisierung von Gold erreichen, dass wir dann auch circa einen 400.000 US-Dollar-Preis sehen könnten pro Bitcoin. Und in meinen vergangenen Videos habe ich auch schon Bitcoin mit Gold verglichen und auch gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir mal die Hälfte der Marktkapitalisierung oder die gesamte, also dieselbe Marktkapitalisierung von Gold in Bitcoin sehen, dann wären wir ungefähr bei einem Preis von 300.000 bis 600.000 Dollar. Und dass das keine Träumerei ist, dass es wirklich passieren kann, dass Bitcoin eine ähnliche Rolle oder dieselbe Rolle wie Gold annimmt, also als Reservewährung, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Wenn wir hier lesen können, auch hier ein Manager von Jefferies, die haben hier ein 51 Milliarden Asset-Unternehmen, die sie verwalten, und die haben hier erstmalig ihre 50% im physischen Gold um 5% reduziert und haben bei 20.000 US-Dollar von diesen Goldverkäufen Bitcoin gekauft. Und die sagen, wenn es einen Rücksetzer in Bitcoin gibt, würden sie diese Position nochmals vergrößern, also nochmal ihr physisches Gold verkaufen, um in Bitcoin einzusteigen. Wir sehen also, es gibt hier schon Investoren, die Gold abstoßen und in Bitcoin investieren. Ich kann mir natürlich trotzdem vorstellen, dass Bitcoin und Gold parallel investieren, parallel existieren können und beide sehr erfolgreich sein können, aber dass hier Gold wirklich, dass der Bitcoin wirklich zu digitalem Gold werden kann, ist nicht unwahrscheinlich, denn wir sehen es hier schon in der unmittelbaren Gegenwart. Okay, kommen wir zurück zu unserem Bitcoin-Dominanzchart. Wir sehen also, dass hier die Dominanz extrem nach oben steigt, und es könnte sein, dass wir dieses Mal auf vielleicht sogar bis 80% steigen, aber zu einem Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass wir hier einen Rücksetzer sehen könnten und von der Bitcoin-Dominanz nochmal abfallen würden. Und wir möchten immer antizyklisch handeln. Das heißt, wenn der Bitcoin extrem stark ist, möchten wir Altcoins kaufen, da sie dann im Verhältnis sehr günstig sind. Wir können also mit einem starken Bitcoin sehr viele günstige Altcoins aufkaufen. Nur wir müssen hier ganz genau aufpassen, welche Altcoins wir kaufen, denn ich gehe davon aus, dass es dieses Mal nur sehr wenige Altcoins geben wird, die in der Lage sind, Bitcoin auszuperformen. Und wenn wir also hier wieder eine Umkehr sehen in der Bitcoin-Dominanz und mit der Bitcoin-Dominanz abfallen, dann wird es wieder eine Alt-Season geben. Das kann auch etwas dauern, aber früher oder später, denke ich, werden Altcoins wieder relativ gut performen, aber nur wenige, die man gut auswählen muss. Und ich habe dir hier auf meinem Kanal schon mal ein Video gezeigt, das ist ja mein meistgeklicktes Video mit 523 Klicks. Hier habe ich dir ein paar Altcoins vorgestellt, die Bitcoin ausperformt haben. Und ich denke, dass unter diesen Altcoins es weiterhin welche schaffen werden, Bitcoin auszuperformen. Also solltest du dieses Video unbedingt anschauen. Und wenn wir es also schaffen, dass hier die Bitcoin-Dominanz nochmal abfällt und dann die Altcoins nachziehen, dann können wir mit einem stärkeren Altcoin dann wieder zurücktauschen in Bitcoin und somit unsere Bitcoin vermehren. Das heißt also, wir handeln antizyklisch. Ist der Bitcoin stark, kaufen wir günstig Altcoins, von denen wir denken, dass in der Zukunft Bitcoin ausperformen können. Und wenn dann die Bitcoin-Dominanz abfällt und die Altcoins nachziehen, können wir unsere Altcoins nochmal zurücktauschen in einen günstigeren Bitcoin und so unsere Bitcoins vermehren. Und beim nächsten Video möchte ich dir einen Altcoin vorstellen, von dem ich denke, dass er sich verzehnfachen könnte, also 10x machen könnte. Dieses Video solltest du dir auf jeden Fall anschauen, denn es ist eine wirklich sehr gute Möglichkeit, um deine Bitcoin zu vermehren. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Lass mich jetzt deine Meinung wissen. Denkst du, wir erreichen zuerst einen 30.000 Bitcoin, wie es dir zuvor im Video gezeigt hat, oder denkst du, wir sehen vor den 30.000 US-Dollar einen Crash auf die 21er EMA? Lass mich jetzt deine Meinung in den Kommentaren wissen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du mir jetzt einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, kannst du mir jetzt ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.